Sind wir wieder back bei Minecraft. Und ich habe mir etwas vorgenommen. Und dieses Vorhaben nennt sich ganz klar Farming für den Weg da drüben. Hier, der zu den Farmen gehen soll. Da gehe ich erstmal sleepen. Und dann schauen wir mal weiter. Weil ich muss erstmal eine Höhle finden, wo Kies da ist. Ich will noch ein bisschen Steine haben. Und eventuell noch ein paar Erze, aber das weiß ich noch nicht. Ob ich möchte oder nicht. Das werde ich jetzt erfahren, wenn ich auf dem Weg bin in die Höhle. Okay, direkt neben mir ein Baum groß geworden. Na gut, können wir mal machen, ne? So, gucken wir mal, was denn so noch die Höhle da drüben hergibt. Hoffentlich gibt die noch was her. Wenn nicht, müssen wir weiter schauen. Leute, ich muss wieder immer zwischendrin stehen bleiben wegen Codierer. Ihr seht das bestimmt ja auch. Das laggt ab und an mal, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Aber ich glaube schon. So, gucken wir mal. Ich habe nämlich eine Aufnahme gesehen, wenn ich da runter gehe, da sind noch Erze. Da habe ich in der Folge gesehen und da ist tatsächlich noch was. Da ist tatsächlich noch Eisen. Tatsache. Da hinten raus war nichts mehr. Ne. Da war noch Eisen. Das war's schon. Eieieiei. Das war's schon. Leute, kurze Info. Ihr merkt ja bestimmt, es kommt im Moment gar kein Fiesta. Da gibt's bei mir gerade kleinere Problemchen. Nein, ich habe diesmal nicht das Passwort vergessen. Diesmal komme ich nie rein. Diesmal komme ich nicht in Fiesta rein. Also, mein Launcher startet nicht. Und ich will jetzt nicht wirklich nochmal Fiesta neu installieren. Deshalb habe ich mir jetzt gesagt, Junge, du wartest mal jetzt ein bisschen. Na, eventuell legt sich das ja. Und jetzt bin ich on Tour gegangen. Natürlich, was habe ich nicht dabei? Fackeln. Na moin. Liegt alles oben. Achso, das war das Texture-Pack, okay. Schade, jetzt habe ich keine Fackel dabei, das heißt, ich kann nicht viel on Tour gehen, aber hier ist Kies. Achso, hier bin ich ja beim Spawner, aha. Gut zu wissen. Wenn ich jetzt weiß, wo ich bin. Da kann man ja reinspringen, weil ich weiß ja, wo ich rauskomme. Seht ihr, kommt mal unten wieder raus. So viel Kies wie möglich. Weil ich will ja noch die ganzen Farben verbinden. Ich will das mit meinem Haus verbinden. Und wenn auch Kies hier in den Wänden hängt, dann werde ich mich auch hinbauen. Ganz klar. Weil ich will ja alles. Ich will alles. Ich will hier die Höhle entkieseln. So auf Deutsch gesagt, ne? Praktisch entkernen im Kiesstil. Und eingesammelt. Mama, das dürfte ja ordentlich Kies geben. Warte mal, hier geht es nämlich noch eins runter. Kiesmäßig. Aber das war's dann auch schon mit Kies, denke ich mal. Jo, das war's schon. Na. Zack. Hopp, hopp, hopp. Wie viel war das jetzt? Joa. Gar nicht mal so übel. Schaut mal hier, hier ist der Spawner. Hier habe ich noch das Zeug übrigens drin, also das ist hier sicher. Ich lasse das für extra drin. Diamanten-Pferderüstung. Ich kann mir eventuell ein Pferd zähmen. Wie gesagt, könnte. Wenn ich denn möchte. Pferde haben wir ja hier. Also habe ich schon einige gesehen. Auch wo ich mal offscreen geflogen bin, habe ich ein paar Pferde gefunden. Aber die, ich lasse jetzt erstmal Pferd, Pferd sein. Ich weiß, mit Pferde komme ich dann ganz flott von A nach B. Aber darauf kommt es jetzt bei mir gerade nicht an.
Mir kommt jetzt einfach drauf an, damit ich hier Spaß habe am Projekt. Weil der Spaß steht im Vordergrund bei mir. Auch wenn ich Projekte mit euch machen will. Aber leider bleibt der Spaß nie lang. Weil das ist wie mit dem Community-Projekt. Da gab es 10 Folgen. Und das hat einen ganz guten Grund. Weil ich habe angefangen mit dem Community-Projekt. 2-3 Tage war aktiv. Und danach kam gar nichts mehr. Da war ich mal 3, 4, 5, 6 Wochen alleine. Und dann kam der wieder. Dann war ich wieder 1, 2 Wochen alleine. Dann kam wieder welche. Das ist mir zu unregelmäßig. Deshalb, ich suche gerade aktive für die 3. Staffel. Aber bis dorthin, auch da ist bestimmt noch ein halbes Jahr hin. Wenn nicht noch mehr. Weil, wie gesagt, ich will ja diese Staffel hier lang machen. Sehr lange. Und will ich mal zeigen oder mal gucken, was die Welt so hergeben kann. Aber viel verspreche ich mir davon nicht. Mal schaut mal, jetzt sind wir sogar aus der Höhle schon wieder draus. Wir haben zwar 1,5, 6 Keys. Wir haben wieder 13 Feuersteine bekommen. Holz hätte ich dabei. Kohle habe ich dabei. Ich wollte ja eigentlich Kohle farmen. Die Kohle habe ich übrigens gerade gelassen. Aus dem Grund, weil ich da noch öfter lang muss. Und nicht einfach unten auf dem Boden landen will. Deshalb gucken wir mal da drüben weiter. Was gibt uns denn das Eck da drüben so? Hoffentlich was Gutes. Weil, guck mal, hier ist direkt Kohle. Geht auch weiter, sehr schön. Aber nicht viel weiter. Moin. Aber ich sag mal so, jede Kohle ist wichtig. Weil umso mehr ich auf Lager habe, muss ich nicht mehr so viel weggehen. Und ich kann mehr für die Welt machen. War ja schon wieder Kies. Nehmen wir mit. Schon die halbe Diaschaufel weg. Holy moly. Und ich habe die, glaube ich, erst 3 Folgen oder so. Normal halten die hunderte Folgen. Und jetzt bei mir nach 3 Folgen ist die halb tot. Shit, was habe ich für einen Verschleiß? Naja, wir werden schon irgendwie den Verschleiß hoffentlich in den Griff bekommen, indem ich einfach mal ein paar Bücherregale um meinen Zaubertisch baue. Dann kann ich höhere Level machen und kann dadurch auch eine höhere Verzauberung bekommen. Aber dahin, da dauert es noch ein klein bisschen. Jawohl, jetzt haben wir ganz genau 3 Stacks Keys. Da oben geht's noch weiter. Ja moin, sammeln wir gleich mit. Ja, lieber mehr als zu wenig, was? Jo, wir sammeln da Kies. Und die Kühe gucken da blöd ein bisschen beim Arbeiten zu. Die könnten ja mitmachen da. Naja, anstatt nur zu gucken, könnten die ja mitmachen. Oh yeah, jetzt haben wir genug Kies, sagen wir mal, fürs ganze Dörfchen. Oder für die ganzen 2 Häuser, die ich da auch immer störe, samt Farmen. Oh ja, da haben wir jetzt genug. Wir haben, was? Fast 4 Stacks? Wait. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Ah, das war schon richtig super. Direkt mal getroffen, aber auch wieder nur 3 Kohle. Da oben sehe ich Kohle. Da oben. Genau da. Ah, guck mal, hier sind Schweine, das ist auch gut zu wissen. Muss ich nur irgendwo noch Karottchen finden. Kies lasse ich mal da, jetzt erstmal. Wir haben 4 Stacks Kies, Leute, das dürfte mal reichen. Jetzt geht's an Kohle sammeln, weil Kohle Mangelware bei mir zu Hause. Da habe ich echt recht wenig. Und deshalb Kohlefarming angesagt. Um den Kohlevorrat aufzufrischen. Das will ich nicht. Moment, das haben wir gleich. So, haben wir. Jetzt lässt uns das Wasser auch in Ruhe. Macht uns nichts mehr. Und wir können ganz in Ruhe hier chillig abfahren. Jo, alles klar. Das ist über 1 der Kohle, haben wir schon mal. Jawohl.
Und wir farmen einfach mal weiter. Weil ich finde, Farming ist wichtig. Und das kann auch zur Unterhaltung bieten, das kann auch mal zur Chance zu Real Talks geben. Im Moment habe ich keinen Real Talk hier gerade. Doch, das habe ich. Und zwar einmal Real Talk, Real Story. Und zwar war ich ja unterwegs mit einer großen Kamera bei uns auf dem Berg in Homburg. Und da gibt es einige Interviews, die wir gemacht haben. Musste ich wirklich ein bisschen was nachbearbeiten. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Aber es war wirklich einiges zum Nachbearbeiten. Besonders ein Interview fand ich schade. Das war recht verwackelt. Da musste ich sehr, 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 sehr viel dran machen. Aber ich habe mir selbst auf die Schulter geklopft. Ich nehme jetzt übrigens nach dem Bearbeiten auf. Ich habe die ganze Nacht mir um die Ohren geschlagen, um genau dieses Video zu bearbeiten. Die ganze Nacht um die Ohren geschlagen dafür. Extra, damit der Beitrag was wird. Moin. Bin ich überall runtergesprungen, um in die Sackgasse zu gehen. Ja, moin. Ja, auch nach oben, ne? Hier brauchen wir nie mehr runter. Andere Seite. Da unten wird schon hell, also ich vermute, da ist Lava. Volltreffer. Machen wir mal direkt mal zu. Das Wasser können wir eventuell noch gebrauchen. Lassen wir mal. Hoppala, gucken wir mal. Ah ja. Da geht es ein little bit weiter. Und das war's auch schon. Was war denn das für eine Höhle? Ja, habe ich ja gesagt, es geht ein little bit weiter. Aber auch wirklich nur ein little bit. So, Kohle farming, Kohle farming. Wir farmen ein bisschen Kohle. Ja. Ich würde jetzt ja gerne ein Lied anmachen, ne? Aber dann weiß ich genau, wer Urheberrechtswarnung bekommt. Der Vollidiot hinter dem Mikro hier. Genau der. Und genau das will ich nicht. Ich habe schon zu viele. Wenn ich euch mal einen Screenshot davon schicken würde, ne, wären zwei Seiten. Habe ich Urheberrechtswarnungen. Hauptsächlich Fiesta. Weil Fiesta irgendwo eingestürzt, klingendes Schafottplatz, irgendwo Musik drin hat, wo geschützt ist. Fragt mich nicht wo. Und welche vor allem. Bei mir war nicht bekannt, dass Fiesta irgendwelche geschützte Musik hat. Das war mir nicht bekannt. Wenn es euch bekannt war, schreibt's mal in die Kommis. Ihr kennt das Spiel schon. Aber mir war sowas nicht bekannt. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Es war mir absolut nicht bekannt, dass Fiesta auch Videos hat. Videos, ja genau, Gebiete hat, wo Urheberrecht herrscht. Das habe ich nicht gehabt. Nicht gehabt, ja, nee, ja. Man merkt, dass ich die ganze Nacht um die Ohren geschlagen habe. Das habe ich echt nicht gedacht. Ich habe es nicht gewusst. Da habe ich einfach mal frohen Mutes, ja geil, nehmen wir mal ein bisschen auf. Fiesta, dies, das, ja geil. Denkst du? Ja, denkst du, ne? Dann kommt so eine Urheberrechtswarnungsmeldungsdingensbummens da. Und du denkst dir so, oh ne, wo dann das jetzt? Gehst dann auf Video betreffende Stelle anzeigen und dann sagt er immer eingestürztes Gefängnis. Ich denke mir so, ja moin. Dann kommt noch dazu, war es Schafottplatz. Hoppala, da ist mir die Stimme weggegangen. Schafottplatz, meine ich. Wahnsinn. Ne? Ich wusste es nicht. Hab's einfach mal drauf losgeballert, die Musik. Hab auch die Musik extra laut gemacht dafür. Was ich aber auch gesagt habe, ich werde jetzt nicht extra immer das Video nachkorrigieren und nur wegen dem Copyright-Dings da die Musik ins Video einblenden. Das werde ich jetzt auch nicht jedes Mal machen, ne? Machen wir mal da, das Dorf hatte ich ja schon weggemetzelt. Aber man kann ja mal schauen, was das Dorf denn noch so hergibt. Eventuell hat es ja noch was für uns. Ich glaube, das war sogar das Dorf mit den Büchern. Axt habe ich dabei. Jawohl, das war definitiv das mit den Büchern. Aber sowas war definitiv. Das heißt, fett Bücherfarming. Mama, hier sind sie. Hallo.
Kartograf, Bibliothekar. Kartograf, Bibliothekar. Die Bücher nehme ich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bringe sie auch nicht mehr zurück. Tschüss. Schön wäre es, wenn wir jetzt natürlich noch ein zweites Haus mit den Büchern finden würden. Ich habe nicht in jedes Haus geguckt, aber ich glaube, das hat kein zweites Haus mit Büchern gehabt. Da sind wir auch reingehüpft, ne? Jo. Nochmal, das hat aber leider kein zweites. Schade, es wäre schön gewesen. Do. So, was haben wir denn noch so? Eigentlich nichts mehr Abenteuerliches, wa? Ein paar Hühner da. Gucken wir mal, wo sind wir denn schon? Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. 600, 700 Blöcke von zu Hause weg. Schloch. Hoch käme ich. Angst runterzuspringen. So, unten sind wir. Das war jetzt auch nur die Schwarzzone, der größte Sprung. Ne? Also ich bin schon in tiefere Löcher gesprungen. Das. Zack. Kein Wassereimer dabei, deshalb auch so vorsichtig. Oh, eine Achter. Erzquelle. Und ist nochmal eine, da oben ist nochmal eine, da ist nochmal eine. Das ist nur eine Vierer. Was ist das für eine? Auch nur vier. Und das da oben? Weiß ich nicht. Da eine. Was haben wir da unten noch? Also hier. Nochmal Eisen. Auch wieder viermal. Na, was haben wir hier hinten noch so? Eigentlich nichts mehr, ne? Hier geht's immer enger und das war's jetzt hier. Jo. Das war's hier. Gucken wir mal, was hängt hier an den Wänden noch so rum. Bisschen Kohle, da hängt noch eine Eisenfetze. Guck mal gerade, Kohle nehme ich mal noch mit. Weil, wie gesagt, wir brauchen ordentlich Kohle. Weil ich habe jetzt in jedem Ofen 20 Kohle drin, das ist ein bisschen sehr wenig. Finde ich. Deshalb hole ich gerade noch welche. Guck mal, wir haben jetzt so viel, wir haben für jeden Ofen 64 Kohle. Das reicht fürs erste Mal. Zack, und jetzt wird er abgeschustert. Oh, okay, das ist eine 5er. 6er Quelle. Okay. Not so bad. Okay, auf nach oben. Hier bin ich schon mal vorbeigekommen. Das war auf der großen Tour. Aber da bin ich nicht in die Schlucht gesprungen, sondern dran vorbeigedackelt. Weil ich nicht unbedingt jetzt da runterspringen wollte. So, wie viel Eisen haben wir denn jetzt dabei? 41. Okay, das ist genug. Mal wieder. Machen wir den fünften Stack auch noch voll. So, da ist ein Lavabecken. Was hängt da hinten noch so rum? Da ist ja noch ein Berg. Ich sehe schon mal von hier aus, sehe ich schon Kohle. Aber was hängt denn weiter unten, ist die Frage. Ne? Weil das ist Schneebiom. Da geht's rein, da geht's rein, da geht's rein, da geht's rein, da geht's rein. Jo! Alter, das nennt man nur eine Kohlewand hier. Mama, ich laufe gerade im Dunkeln für extra, ob hier irgendwo noch was ist, aber hier ist schon wieder Ausgang. Dann gehen wir mal runter. Auch wieder im Dunkeln, weil ich nur noch eine Fackel habe. Noch Kies. Ich glaube, das ist nur verschüttet. Und wenn nicht, dann war es das hier schon mit der Tour und es ist nicht mehr verschüttet. Das war's schon. Bob. Oh, das war ja mal wieder mau. So eine Freude auf die Höhle gehabt und dann sowas. Ah, oh, nee. Egal, gehen wir wieder raus. Gucken wir mal, was der Schneeberg hier zu bieten hat.
hier hoch? Eigentlich nichts, ne? Also nichts Besonderes hat er jetzt bieten. Ist die Kohle? Vorne Kühe? Mehr aber auch nicht, ne? Hier ist überall noch Kohle, hier gibt es wieder rein. Gucken wir nur im Dunkeln, da ist nämlich hier schon Ende.